Das ist also dieser Gottjunge-Dings. Eine Schande, dass Argot sich nicht zu uns gesellen konnte. Mit wem habe ich das Vergnügen? Wer zum Teufel bist du? Und was geht hier vor sich? Gemach, Gemach. Lass uns erst ein wenig Spaß miteinander haben, bevor wir uns umbringen. Ich mache auch den Anfang. Meine Freunde nennen mich Natas. Naja, sie haben es früher getan, bis ich den Schuppen angezündet habe, in dem sie übernachtet haben. Jetzt habe ich nur noch Argot und mit dem ist nicht viel anzufangen, was den Unterhaltungswert angeht. So, jetzt bist du an der Reihe. Keine albernen Spielchen. Entweder sagst du mir, was du hier machst, oder der Unterhaltungswert ist ganz auf meiner Seite. Spielverderber kann ich nicht ausstehen. Und weißt du auch warum? Weil sie das Spiel verderben. Also sei lieber kein Spielverderber. Das wäre wie bescheißen und das kann ich noch viel weniger ausstehen. Wenn ich spiele, dann selten nach Regeln. Also was jetzt, Natas? Wenn du nicht mitspielst, muss ich eben ein paar untote Ersatzspieler für dich holen. Auch sie waren mal Spielverderber, aber inzwischen dürften sie ihre Lektion gelernt haben. Untote? Du steckst also hinter Gortarius Visionen. Dieser Schwächling von einem Ork ist völlig in meiner Gewalt. War der große Magier zu feige, um selbst zu kommen? Was genau bezweckst du eigentlich mit der ganzen Sache? Moment mal. Dir sind diese stinkenden Bastarde tatsächlich wichtig, habe ich recht? Am Ende glaubst du noch, dass sie deine Freunde sind? Dann wollen wir doch mal sehen, ob sie zu deiner Rettung herbeieilen, wenn sie riechen, wie ich dir das Fleisch von den Knochen schmelze. Okay, das war der Stichpunkt. Oh, das. Ich hoffe, das war meiner. Oh, Mann. Die hauen aber ganz schön rein. So. Ende. Alter! Das ist echt sehr verwirrend, wenn man selber Nekromant ist und da. Ja, dann einfach so von Skeletten angegriffen wird. Verwesung, sehr schön. Was ist das Ding? Was ist das Ding? Zerlegen. Das auch. Das auch. Gut. Wie viele von diesen Karten habe ich jetzt eigentlich? Muss ich gleich mal checken. 3. Ja, ein paar mehr wären schon schön. Oh, zum Glück, ey. Ein Weg zum Ausgang. Was? Nein, aber wie? Hör auf zu jammern. Na, das war kein Gott. Er war ein Nekromant, nichts weiter. Du wagst es, seinen Namen in den Mund zu nehmen? Hör zu, Freundchen. Ich glaube, es wird Zeit für dich zu konvertieren. Such dir einen anderen Gott aus. Du wirst für deine Sünden bezahlen. Ach komm. Das Kampfsystem ist wirklich sehr schön. Oh, was ich mal ausprobieren wollte. Wenn wir schon mal dabei sind. Das ist jetzt 3. Oh Gott. Ich sehe aus wie ein Barbar.
Können wir Clay lassen. Das ist gut. Okay. Das ist krass. So, jetzt brauchen wir aber noch irgendwas zum Anziehen. Das. Ah, das wird reichen. Wo hatten wir das? Theoretisch hatten wir noch Schuhe. Wo sind Schuhe? Ich sehe keine Schuhe. Where are the Schuhe? Ah, hier sind die Schuhe. Gut. Alles okay. Wunderbar. Ja, der hat noch irgendein Buch fallen lassen. Blablabla, bla, das ist es nicht. Da. Hogwarts Tagebuch. Interessiert mich rechtlich wenig. Bartas Tagebuch. Schon interessant, dass die beide Tagebuch geführt haben. So. Niemand will wieder mit mir reden. Klasse. Ich nehme an, die Sache mit Glortarius hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Ich denke ja. Ich habe da einen seltsamen Kerl umgelegt. Ich vermute, dass seine magischen Kräfte Glortarius' Zustand hervorgerufen haben. Gut, dann kann er endlich wieder seinen Pflichten nachkommen. Du kannst dich später bedanken. Du hast getan, was notwendig war. Mehr nicht. Ich werde es mir für die Zukunft merken. Etwas anderes erwarte ich auch nicht von dir. Und nun lass mich in Ruhe. Na ja, es wird wieder ruhig, schlafen wir. Ah, stimmt, für den musste ich ja noch den Freund suchen. Reden wir mal kurz noch mit Glortarius, bevor wir mit dem Teleporter wieder irgendwo ans Ende der Welt gehen. Ach, schade. Jetzt haben wir hier schon mal in der Mitte. Ja, hier. Gut. Bayern. Gut. Willst du dir meine Kann ich mal verkaufen? Ansehen? Wie viel kriege ich eigentlich davon? Preis 55. Oh, hey. Jetzt wäre ich immer noch rausgekommen. Oh, nee, das behalte ich noch. 4. Die Bögen sind alle rot. Das ist schon scheiße. 20, 96, 50, 15. Der braucht 8 Präzision. Das ist Wahnsinn. Gut, was braucht der? 28 als Level. Okay. Ah, dann ein paar Schilder weg. Und dann noch die paar Ringe. Der kann weg, der kann weg, der kann weg. Sehen wir uns bald wieder. Offener. Lederkescher, gut. Jetzt sehen wir das mal zerlegt. Was brauchen wir davon? Die kommen dann auf 12. Okay. Da kommt auf 15. Alter, der kommt auf 10. Okay, diese beiden werde ich noch behalten. Nur für den Spaß, der mir dann Bogenschießen freut.
Ja, so viel zum Thema. Was mache ich jetzt? Neue Ware jetzt eingetroffen. Machen wir erstmal eine kleine Pause und dann finden wir heraus, was wir als nächstes machen können. Na dann, bis hin.